Bin ich zu nah dran oder geht das? Ich freue mich, dass nun endlich das zweite Berliner Methodentreffen losgehen kann. Wir haben nächstes Jahr nur das kleine Jubiläum, 5 Jahre Berliner Methodentreffen. Ich freue mich also auf das Berliner Methodentreffen Nummer 6. Also ich möchte euch und Sie zum 7. Berliner Methodentreffen begrüßen. Zum 8. Mal, dass wir diese Veranstaltung ausrichten. Und ich freue mich, das 9. Berliner Methodentreffen eröffnen zu können. Wunderbar, dass sich diese Veranstaltung so lange hält. Es ist ein riesiges Erfolgsmodell. Na, das Erste, was mir einfällt, ist weiter so. Ich bin ja bei jedem Methodentreff bisher dabei gewesen. Jedes Mal bin ich überrascht, wie gut wir das hinkriegen in einer Gruppe, die sich gar nicht kennt. Und es ist ganz hervorragend. Vorher wusste ich einiges, aber nach den 4 Stunden wusste ich erheblich mehr. Sammeln wir vielleicht zunächst mal Beiträge aus dem Plenum? Es gibt keine Empirie, von der wir ausgehen können. Das ist, würde ich sagen, der kontroverse Punkt. An dieser Stelle überspringe ich die jetzt schon oft gefallene Zitierung des Hammers und der Nägel. Wir haben der qualitativen Forschung die Herausforderung zu gucken, wie wir als Personen mit der konkreten Technik, mir ist es egal, ob das ein Steinblock ist, ein Papier ist oder ein Computer ist, in welcher Art und Weise wir interagieren und Ergebnisse produzieren. Ja, es ist eine super Gelegenheit, auf jeden Fall. Ich glaube, was für mich ganz zentral ist, ist auf der einen Seite, dass wir schaffen, dafür zu sorgen, dass die ganze Bandbreite von Positionen und Ansätzen sichtbar wird. Wer Statistik gut findet, wählt CDU, teilte mir eine Studentin. Freundliches, individualisiertes Umgehen, ich glaube, das ist so ein Special. Wir müssen unbedingt diesmal wieder dabei sein. Ja, ist schön. Gut organisiertes und doch sehr bedeutendes Treffen von qualitativ Forschenden. Ja, da habe ich schon neue Einblicke bekommen. Also das hat mir schon mal sehr viel gebracht. Für mich ist qualitative Forschung immer mehr gewesen, als nur Methoden anzuwenden. Ich hoffe, dass von diesem besonderen Geist, was hier ist, weitergegeben wird, tradiert wird und weiterentwickelt wird. Alles ist gut, alles ist noch besser geworden und wird noch viel, viel besser werden. Ich bin zufrieden, ja. Sehr gut, ganz toll. Ne? So lange muss daran rumgeknetet werden, bis ich den Fall besser verstanden habe, als er sich selbst versteht. Auch die qualitative Sozialforschung ist eine Familie. Als Forscher ernst genommen zu werden. Um die Bedingungen für Kritik und kritisches Denken zu schaffen, glaube ich, ist es wichtig, bestimmte Räume in der Universität aufzumachen, aufzuhalten, in denen Widersprüche, verschiedene Perspektiven an bestimmten Gegenständen zusammentreffen. Herzlich willkommen zum 10. Berliner Methodentreffen. Schön, dass Sie hier sind und wir starten jetzt und zwar mit dem Grußwort vom Dekan. Herzlich willkommen.
Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin und darf Ihnen vom Fachbereich die besten Wünsche zum Gelingen des Berliner Methodentreffens überbringen. Ich darf Ihnen auch ganz herzlich gratulieren zur Jubiläumsveranstaltung des Berliner Methodentreffens, 10 Jahre. Wir haben das ja eben ganz schön dicht dokumentiert gesehen. Da wird es schon häufiger multipliziert als 10-mal. Aber das ist vielleicht ein Ausblick auf die Zukunft, dass das Berliner Methodentreffen noch mindestens so oft stattfinden soll, wie es dort jetzt projiziert wird. Es gibt 3 Punkte. 3 Gründe, deren wegen ich das Berliner Methodentreffen sehr bewundere. Das eine ist, ich finde es ganz erstaunlich, was hier an Bündelungen der Aktivitäten, der qualitativen Forschung erfolgt. Aktivitäten und Ansätze, der Begriff oder der Sammelbegriff qualitative Forschung suggeriert ja eine Einheitlichkeit, die es so nicht gibt, wie man leicht erkennen kann, wenn man in ihr Programm schaut. Und die Vielfalt ihres Programmes lässt erwarten, dass sie eine sehr lebhafte, kontroverse Diskussion haben werden. Der 2. Grund, weshalb ich das Berliner Methodentreffen sehr schätze, ist, dass sie qualitative Forschung hier nicht nur dokumentieren, Befunde der qualitativen Forschung dokumentieren, sondern durch den Workshop-Charakter vieler ihrer Veranstaltungen tatsächlich hier qualitative Forschung in Aktion erlebt werden kann. Ich denke, das ist ein ausgesprochen interessantes, wichtiges Format zur Entwicklung der qualitativen Forschung und natürlich auch zur Nachwuchsförderung. Und das 3. ist, ich finde sehr erstaunlich die Vernetzungsleistung des Berliner Methodentreffens. Hier kommen sehr viele Forscherinnen und Forscher zusammen. Hier sind Institutionen, Forschungseinrichtungen repräsentiert, die für die qualitative Forschung stehen. Und ich bin sehr froh, dass der Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie mit Teil dieses Netzwerks sein kann. Ich bin auch sehr froh darüber, dass die qualitative Forschung an unserem Fachbereich durch den Kollegen Flick eine sehr gute fachliche Repräsentanz hat und damit sicherlich auch ein Anknüpfungspunkt für weitere Berliner Methodentreffen hier an diesem Standort sein wird. Ich will jetzt Ihrem fachlichen Austausch nicht weiter im Wege stehen, sondern Weg geben für das, weswegen Sie hierher gekommen sind, nämlich Vorträge hören, Workshops besuchen. Ich wünsche Ihnen 2 sehr, sehr produktive Tage und viel Spaß auch hier in Berlin. Ich hatte ja gehofft, dass es pannenlos losgeht. Alles war in der Premiere perfekt. Wir hätten vielleicht keine Vorläuferversion machen müssen. Nun hoffe ich, dass es technisch gut weitergeht. Nochmal vielen Dank an Miss Branka von oben von CEDIS, die das Video geschnitten hat, das als kleines Präsent hier uns begrüßt hat. Also das Video hat natürlich gezeigt, wir sind alle älter geworden, grauer, haarloser und vieles mehr. Ich hoffe, dass auch die qualitative Forschung reifer geworden ist. Ich begrüße Sie also im Namen der Ausrichtenden, das sind das Institut für qualitative Forschung und die Online-Zeitschrift FQS, Forum Qualitative Social Research, die diese Veranstaltung gemeinsam mit ihren Partnern, und Partnern sind an der FU der Fachbereich für Erziehungswissenschaft und Psychologie, Herr Cooper hat gerade das Grußwort gesprochen, sowie CEDIS. Und die externen Partner sind GESIS und HBS. Es sind 10 Jahre Berliner Methodentreffen und ich habe ernsthaft, und wir haben ernsthaft nicht 2005, als wir im kleinen Rahmen, Saal nebenbei waren, jemals geglaubt, dass wir diese 10 Jahre werden potenziell erreichen, weil wir damals im Grunde nicht nur argumentativ das Methodentreffen aus einem Missstand heraus begründet haben, nämlich, dass qualitative Forschung an deutschen Hochschulen und Universitäten im Grunde nicht so präsent ist, wie wir glauben, dass es angemessen verankert sein müsste, und wollten einen alternativen Ort anbieten für eben Diskussionen um qualitative Forschung. Wir haben weitergemacht, obwohl sich an den deutschen Hochschulen etwas verändert hat und durchaus qualitative Forschung sich weiter etabliert hat. Vielleicht haben wir weitergemacht, weil es einfach Spaß macht, also Spaß am Event. Wobei Ronald Hitzler und andere uns noch nicht zum Gegenstand der Forschung gemacht haben. Wir arbeiten nach wie vor daran, mehr und mehr einen Event-Charakter hinzubekommen. Zumindest die Anmeldung sagt, dass wir es ansatzweise geschafft haben. Und jetzt käme die Folie. Denn Jahr für Jahr ist es so, es wird um 12 Uhr die
Anmeldung freigeschaltet, um 12.02, 3 liegen 200 Anmeldungen vor. Und es geht über den ganzen Tag so weiter. Und wir haben nach wie vor weit deutlich viele, viele Hunderte, die gerne hierher kämen, aber keinen Platz erhalten haben. Dass wir weitergemacht haben, hatte sicherlich auch damit zu tun, dass sich qualitative Forschung weiterentwickelt hat. Die Ausdifferenzierung, die Verbreitung, die Kanonisierung, die Konjunkturen und vieles mehr. Wir leben heute, 2014, in einer anderen qualitativen Forschungswelt als vor 10 Jahren. Und Uwe Flick wird sicherlich gleich im Anschluss in seinem Beitrag das deutlich machen, den er überschrieben hat mit qualitative Forschung 2.0. Und außerdem ist es natürlich schwierig, kann man eigentlich nach 10 Jahren aufhören? Ist alles gesagt? Ist alles diskutiert? Nein. Wenn Sie einmal in den Jubiläumsband gucken, den Sie heute erhalten haben, auf Seite 315 am Ende des Buches, das letzte Wort dort hat Jo Reichertz und er sagt, bisher wissen wir einfach zu wenig. Das ist doch ein Satz, mit dem ein Buch zu qualitativer Forschung zu schließen hat, weil es stimmt. Und dass wir so wenig wissen, hat damit zu tun, dass wir dann eben auch immer wieder hier beim Berliner Methodentreffen betont haben, das Methodologische, die Reflexion auf unser Forschungshandeln ist das, was wir mehr zu verfolgen haben, anstatt über Methoden als Tools zu reden. Und dass wir eben vermeiden zu fragen, ob wissenschaftliche Praxis das ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bemerkungen zur Entwicklung qualitativer Forschung, wie Jo Reichertz und Christian Lüders das 1986 überschrieben haben. Die Programme der neuen zurückliegenden Berliner Methodentreffen haben wir entlang eben dieser Logik versucht zu gestalten und in dem Jubiläumsband ist es ja auch ausschnitthaft versucht worden zu dokumentieren. Vielen Dank an die Beitragenden, die da mitgewirkt haben. Wie erwähnt, auch das 10. Berliner Methodentreffen ist in dieser Logik komponiert. Uwe Flick wird gleich inhaltlich die Mittagsvorlesung halten und laut Evaluation ist gewünscht, dass die Mittagsvorlesung Überblicksbeiträge, Einsichten in neuere Entwicklungen sind und entsprechend heißt dann auch der Vortrag Qualitative Forschung 2.0 zwischen Konsolidierung und Internationalisierung. Der Nachmittag gehört dann traditionsgemäß den 18 Workshops insgesamt, immer wieder beeindruckend finde ich die Breite, die sich hier auch abbildet, um theoretisch-methodologische Forschungslogiken qualitativer Forschung deutlich zu machen und eben, wie Harm Cooper auch sagte, spannend eben genau am Material zu arbeiten, diesen Werkstattcharakter und keine nur materialfernen Diskussionen zu führen. Am Abend dann selbst ist es Meet the Editor. Wir haben hier wieder geladen, gemeinsam mit den Zeitschriften von den Verlagen Buttrich, Springer, Bells, Juventa und anderen Zeitschriften machen, immer wieder im Rahmen eines Sektumtrunks, um beisammen zu stehen, sich über Publikationsmöglichkeiten zu informieren, sich darüber zu freuen, dass vielleicht gerade das neueste Buch erschienen ist oder das nächste zu planen. Machen Sie was draus, kommen Sie heute Abend her. Morgen in aller Früh geht es dann los mit dem Symposium zur Forschungsethik. Erwarten Sie nicht, dass wir, das sind Hella von Unger, Nicole Bosan und Hubert Knoblauch, Ihnen am Ende oder gar am Anfang einen Guide präsentieren werden, sondern das Thema Forschungsethik ist wie andere, die wir auf den zurückliegenden Symposien verhandelt haben, geeignet, um die Praxis und Programmatik qualitativer Forschung zu nehmen, sich darüber auszutauschen, zu reflektieren und auch über Irrwege der qualitativen Forschung zu streiten. Mittags, 12 Uhr, ist die Fachmesse und die Poster-Session. Die Fachmesse ist im Grunde geöffnet, Sie können sie jetzt schon besuchen. Und die Poster-Session wird erstmalig nicht mehr im hinteren Bereich des Foyers sein, sondern oben in dem ersten Stock. Und wir werden die Eröffnung hier auch direkt im Hörsaal veranstalten im Anschluss des Symposiums. Am Nachmittag 23 Workshops über das gesamte Gebäude verteilt. Immer wieder werde ich gefragt, was ist der Unterschied zwischen den Freitagsworkshops und den Freitagsforschungswerkstätten und den Samstagsworkshops. Ich weiß den Unterschied. Wir werden den Namen für Samstag ändern, der Inhalt wird gleich bleiben. Und zum Schluss, morgen sehen wir uns um 17 Uhr alle wieder, wenn Thomas Eberle seine Closing Lecture hält, die anders als die Mittagsvorlesung gedacht ist, eher als eine vertiefende Analyse und Auseinandersetzung zu einem bestimmten Themenbereich, so auch der Wunsch von den Teilnehmenden laut Evaluation. Und ich bin sicher, dass Thomas
in seinem Vortrag auch das reflexive Moment um die qualitative Sozialforschung aufgreifen wird und auch Fragen der Subjektivierung jenseits der Standardisierung aufgreift. Wir hoffen, dass wir Ihnen also das Programm so gestaltet haben, dass Sie auch diesmal Spaß haben und wir einen angemessenen Rahmen für das Jubiläumstreffen erstellt haben. Wir sind gespannt, wie es ankommt. Sie werden uns wissen lassen, es wird wieder eine Evaluation geben. So, ich freue mich, heute mit Ihnen hier gemeinsam zu sein. Und ich freue mich wirklich, dass wir gemeinsam diesen Weg zurückgelegt haben, über 10 Jahre. Und das sind neben den Ausrichtern, insbesondere natürlich die Partner, von denen ich auch herzlich grüßen soll, Jörg Suhre Vetter von GESIS und Werner Fiedler von der HBS. Es sind die Unterstützer, Atlas.de, Audiotranskription, Max QDA und Feldpartitur. Und das ist natürlich das BMT-Team, das von Rubina Fock und um Rubina Fock organisiert ist, die mit 25 Assistierenden hoffentlich für den reibungslosen Ablauf sorgt. Und Rubina Fock war gerade die Frau, die hier ist. Da vorne steht sie und Rubina, komm einmal nach vorne. Das ist eine Monsterarbeit, die Rubina macht. Ich schwitze stellvertretend für sie. So, wir hoffen, dass es Ihnen gefällt. Und ich möchte noch einen Dank ausrichten an alle, die mitmachen. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Vielen Dank an Sie alle.